unser Rheingau. Das Rheinufer, die Weinberge, der Wald. Unsere Heimat ist einzigartig und lebenswert. Wir wollen, dass es so bleibt. Was können wir als Bank der Rheingauer dafür tun? Nachhaltigkeit ist fest verankert in unserer DNA als Genossenschaftsbank. Und auch hier gilt, was einer allein nicht schafft, das vermögen viele. Alle von uns sind gefragt, hier mitzuwirken. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, unsere Ressourcen zu schonen. Jeden Tag. Deutlich weniger zu drucken und wenn, dann auf ökologischem Papier. Mehr digital arbeiten, auch mit unseren Kunden, durch smarte Wege der Beratung. Unsere Firmenfahrzeuge auf alternative Antriebe umstellen. Taten sind uns wichtig. Wir sind aktiv beim Wiederaufbau des Rheingauer Waldes, gemeinsam mit unseren Partnern der Stiftung Nachhaltiger Rheingau. Mit unseren Kunden haben wir für jede nachhaltige Geldanlage einen Baum gepflanzt. Mit nachhaltigen Geldanlagen können unsere Kunden in Unternehmen investieren, die verantwortungsbewusst nach sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien ihr Unternehmen ausrichten und auch danach handeln. Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, die Region zu stärken, gemeinnützige Institutionen und Projekte zu unterstützen und unseren regionalen Händlern zur Seite zu stehen. Ich finde es schön zu sehen, wie die Nachhaltigkeit bei uns bei der Rheingau Volksbank gelebt wird. Es ist toll, wie sich die Kollegen mit dem Thema befassen, Ideen sammeln, bewusster umgehen mit dem Thema. Und so ziehen wir alle an einem Strang. Nachhaltigkeit heißt für uns auch, ein sicherer Arbeitgeber sein. Mit zufriedenen Mitarbeitern und flexiblen Arbeitsmodellen, der seinen Mitarbeitern Chancen der Weiterentwicklung und jungen Menschen gute Startmöglichkeiten bietet. Nachhaltigkeit heißt, in die Zukunft blicken, neue Ideen zu fördern und Start-ups mit aufzubauen. Innovative und integrative Projekte zu finanzieren. Für unsere Kunden da zu sein und unseren Mitgliedern den Rücken zu stärken, als selbstständige Bank, heute und morgen. Nachhaltigkeit bedeutet, jetzt sein Denken und Handeln zu verändern. Damit haben wir begonnen. Denn wie wir in Zukunft leben, das bestimmen wir schon heute.